wenigen Tagen erscheint die 9. Ausgabe von Einblicke und Ausblicke. Autor Hans-Peter Behnert hat wieder einige bekannte Fußballer, Schiedsrichter, Trainer und Funktionäre befragt und von ihnen manch Interessantes erfahren. Mit diesem kleinen Beitrag wollen wir Sie etwas neugierig machen und wünschen gute Unterhaltung. Ja, Hans-Peter Behnert hat sich auf den Weg begeben und die 9. Ausgabe für Einblicke und Ausblicke im Fußball auf den Weg zu bringen. Ich glaube, Hans-Peter Behnert ist einer der Oberlausitzer, die trotz ihrer Krankheit alles geben, um eben auch dem Fußball treu zu bleiben. Er hat das in seiner Zeit als Fußballer und Schiedsrichter getan und macht das eben jetzt, dass er Oberlausitzer Fußballer, sächsische Fußballer, aber auch Fußballer des Weltfußballs auf Seiten seiner Zeitschrift Einblicke und Ausblicke auf den Weg bringt. Damit ist er ein Botschafter für unsere Heimat, aber er ist ein Botschafter auch für die verbindende Art, dass wir Fußballer zusammenhalten müssen. Und ich glaube, dass es gut wäre, dass wir alle diese Idee von Hans-Peter Behnert Einblicke und Ausblicke weiter unterstützen. Die 9. Ausgabe ist bald auf dem Weg und ich freue mich, dass wir einen so engagierten Mann wie Hans-Peter Behnert hier in der Oberlausitz, hier in Bautzen-Budischin zu Hause haben. Wow, 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 Hans-Peter. Was ich hier in der Hand halte, das ist, glaube ich, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Einblicke und Ausblicke. Das, was du hier an Informationen an Leute rangekarrt hast, Wahnsinn. So viele Interviews, so viele Meinungen, so viele unterschiedliche Fragen, das muss man erstmal können. Das können die besten Moderatoren normalerweise nicht, aber du hast es gemacht und ich finde das schön. Und das zeigt uns wieder, wie wichtig solche Leute wie du sind, die in dem Breitensport unterwegs sind, die alle Informationen ranholen, weil das ist das, was die Leute lesen wollen. Und das hast du fantastisch gemacht. Ich habe da große Hochachtung vor dir, Chapeau. Und das Schönste, was ich aus den Zeitungen, aus den Heften entnehme, ist, dass du jedes Mal versprichst, dass das die letzte Ausgabe ist. Hier steht Sonderausgabe, hier steht letzte Ausgabe. Und ich freue mich drauf, dass du dein Versprechen hältst, weil dann werden wir noch viel, viel Freude mit dir haben, weil dann wird noch die Ausgabe 9, 10, 11, 12 kommen. Und glaub mir einmal, die Leute wollen genau das, was du hier machst, genau das wollen sie lesen, das wollen sie in der Hand halten, weil das macht Spaß und Freude. Und herzlichen Dank dafür. Dein René Groß. Ja, lieber Hans-Peter, wieder bist du dabei, eine neue Ausgabe herauszubringen von Einblicke und Ausblicke. Du hast es wahrscheinlich wieder geschafft, wieder ganz interessante Sportgrößen zu interviewen und dies auch den Lesern mitzuteilen. Mich freut es wahnsinnig, dass du so engagiert mit dabei bist und dass weiterhin unsere jahrelange Freundschaft aufrechterhalten ist. Ich konnte ab und zu zumindest einen kleinen Teil mit beibetragen, dir den einen oder anderen Kontakt zukommen zu lassen, damit auch Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten einen Platz in deinen Broschüren haben. Dazu vielen Dank und weiterhin alles Liebe, alles Gute, dein Wolfgang Stark. Lieber Hans-Peter, ich mache es ganz kurz.
Ich freue mich einfach, dass wir uns kennen. Ich freue mich, wenn du in Doppelhass kommst. Ich freue mich darüber, wie du deine Interviews führst mit meinen Ex-Kollegen. Mit dem einen Runden habe ich mich auch nicht so gut verstanden, aber du hast das wunderbar immer hinbekommen. Und großes Kompliment dafür. Also, sonnige Grüße aus Hamburg. Dein Thomas.